Es war wie eine Achterbahnfahrt für Marvel-Fans in dieser Woche, bei der Spider-Man anscheinend komplett aus dem MCU genommen wurde, weil Sony und Disney keine Einigung über den Charakter erzielten. Moin moin Leute, was geht? Ja, ich habe hier richtige biggest News und da fange ich jetzt nämlich an mit. Wie ihr ja wisst, haben Tom Holland und Zendaya einfach mal auf Instagram Sony nicht mehr gefolgt. Stan Lees Tochter sprach über die Behandlung des Erbes ihres Vaters und alles in allem war es eine unterbrochene Flut von Nachrichten, wie ihr wisst, als ob es endlich eine Einigung gegeben hat. Und nachdem Tom Holland ein merkwürdiges Bild auf Instagram gepostet hat, das nicht nur ihn und Robert Downey Jr. zeigt, sondern auch beide mit Iron Man und Spider-Man Figuren mit der Überschrift We Did Mr. Stark zeigte. Ich habe auch Nachrichten von Cosmic Book News, dass eine Einigung erzielt wurde. Also seid gespannt, was dieser Deal, dieser Sony-Deal mit Disney bedeutet. Hier ist einfach mal ein Update. So soll es nämlich nach dem neuen Deal, will Disney das nämlich so haben. Es sollen 6 Filme mit Tom Holland als Spider-Man mit einer Option für einen 7. Teil kommen. Es gibt 3 weitere Spider-Man-Filme nach Spider-Man 3, bei denen es sich um eine neue Trilogie handelt. Die zweite Trilogie, was ihr wissen müsst, konzentriert sich auf die College-Jahre von Peter Parker, einschließlich der Pläne für Peter, der sich mit Firestar und Iceman der X-Men trifft. Diese basiert teilweise auf der alten Cartoon-Serie Spider-Man and the Amazing Friends. Die anderen 3 Filme sind 2 Avengers-Filme, in denen Spider-Man eine größere Rolle spielen soll und sich mit Johnny Storm von den Fantastic Four anfreunden wird. Marvel Studios wird alle Spider-Man-bezogenen Filme leiten und mitfinanzieren, um 30% des vollen Gewinns zu erzielen. Disney wollte zuvor 50%, aber Sony sagte nein, was dazu führte, dass die Gespräche nicht mehr stattfanden. Demnach wird Sony weiter vertreiben, Disney erwirbt jedoch exklusive Digital- und Online-Rechte für Disney Plus und angeschlossene Fernsehsender. Marvel Studios wird das Spider-Verse Live-Action gründen und denselben Bedingungen leiten und mitfinanzieren. Venom wird dann somit in das MCU eingeführt. Sony erhält die Erlaubnis für TV-Live-Action-Programme, basiert auf Spider-Verse-Eigenschaften. Sony hat nur Filmrechte, wie ihr wissen müsst, benötigt jedoch die Erlaubnis von Disney für TV-Rechte. Disney möchte, dass der Deal vor dem Marvel-Panel am Samstag auf der D23 Expo abgeschlossen wird. Spider-Man soll auch Teil eines D23 Expo-Panels sein. Wenn ein anderes Unternehmen wie Apple Sony erwirbt, gehen die vollen Rechte von Spider-Man auf Disney zurück. Warum ist der Deal gescheitert? Der vorige Deal scheiterte, weil Disney den Film im Verhältnis 50-50 finanzieren wollte, aber davon 50% des Box-Office abziehen wollte. Aber es gab jedoch Gerüchte über eine 70% und 30% Regelung, was anscheinend vereinbart wurde und der gesamte Deal wird an diesem Wochenende auf der D23 bekannt gegeben. Ehrlich gesagt, das sind unglaubliche Neuigkeiten, Leute. Und ich denke, der Aufschrei des Internets hat viel dazu beigetragen, dass Disney und Sony aufmerksam wurden, ihre Differenzen beiseite legten und das Beste für die Fans taten und beide haben sich einfach geeinigt. Ich denke, dass beide Unternehmen in einer schlechteren Position gewesen wären, wenn der Deal durchgefallen wäre, dass Sony so ziemlich ihr eigenes und neues Universum gründen musste und Marvel nicht länger das neue Gesicht der MCU wäre. Demnach muss ich einfach sagen, Leute, ich bin jetzt froh, dass sich das alles geregelt hat, dass es wahrscheinlich so passieren wird und dass es für viele Fans auf der ganzen Welt natürlich Hoffnung gibt, dass das MCU so mit Spider-Man weiter stattfinden wird. Ich hoffe mal, das hat euch gefallen, das Video, dass so ein bisschen der Deal rübergekommen ist und dass das Spider-Man wahrscheinlich so kommen wird, dass er wieder ins MCU bleibt oder war ja nie raus. Also Leute, wenn ihr ein Abo da lässt, ein Like, dann verpasst ihr nicht mehr so geile Marvel-Videos oder andere Videos über Filme und Genres. Also lasst doch gerne hier ein Abo da. Ich bin's Dennis, ich bin raus. Bis dann und ciao und bam.